Hallo Leute, bevor ihr das eigentliche Video guckt, hat mich Jule gefragt, ob ich mich einmal kurz bei euch vorstellen möchte und warum nicht. Also, ich bin Hannah, ich bin ebenfalls YouTuberin, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Duisburg und meinen Kanal kann man in die Kategorien Musik und DIY Lifestyle einteilen. Also ist mein Kanal sozusagen zweigeteilt. Samstags gibt es immer Musikvideos, Coversongs, eigene Songs und dienstags gibt es dann so DIY-Videos, Lifestyle-Videos und so weiter und so fort. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen, der ist bestimmt unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe es mal. Oder ihr sucht einfach Hannah Steen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht demnächst mal auf meinem Kanal sehen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war heute bei Primark shoppen und ich habe mal so Großteil die Sachen mitgenommen, die ich möchte für die letzten Wochen der Schwangerschaft, fürs Krankenhaus und fürs Wochenbett. Und deswegen dachte ich, lohnt sich euch das vielleicht so ein bisschen zu zeigen, weil ich habe auch so ein paar Sachen aus meiner ersten Schwangerschaft bzw. Geburt gelernt quasi, was ich dann jetzt mitnehme und deswegen möchte ich euch das zeigen. Ich habe auch ein paar Kleinigkeiten für die Kinder, aber wirklich sehr, sehr wenig. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Das liegt einfach daran, dass ich zum Beispiel beim Baby nicht nur rosa und nicht nur blau kaufen wollte. Und dazwischen gab es sehr, sehr wenig bei Primark. Und für Vince hatte ich entweder das Problem, dass es an der Größe haperte oder auch am Gefallen. Beziehungsweise ich brauche für ihn keine dicken Pullover. Also weder im Kindergarten noch hier zu Hause. Ich habe glaube ich zwei dickere Pullover, wenn man dann wirklich rausgeht oder so. Und selbst da hat er ja eine warme Jacke an. Und das war gar nicht so einfach. Deswegen gibt es für die Kinder gar nicht so viel. Zeige ich euch auf jeden Fall trotzdem. Wir starten aber mit den Sachen, die ich wirklich gedacht habe für die letzten Wochen der Schwangerschaft, Krankenhaus und Wochenbett. Sprich, so bequem wie möglich. Und da habe ich als erstes so eine Jacke, also die gibt es ja immer wieder in verschiedenen Farben bei Primark. Ich hatte schon eine blaue und eine türkisfarbene davon und irgendwann wären die halt nicht mehr schön durchs viele Waschen und da brauchte ich mal wieder eine neue. Und gerade dann halt in der Zeit, wo man sich einfach nur noch wohlfühlen will, wo man gar nicht mehr so viel Wert drauf legt, dass es schick aussieht, sondern dass man will sich einfach nur noch wohlfühlen, sind diese Jacken halt einfach super. Und das habe ich hier genommen, die Größe 40, einfach weil es kleiner auch gar nicht gab, in so einem hellen Beige. Genau, dann, und das ist absolut gedacht fürs Krankenhaus, diese ganz normalen Jogginghosen, die es auch immer bei Primark gibt. Und zwar einmal in Schwarz, die sind auch relativ dünn. Was habe ich hier genommen? Größe 42, weil ich dachte, dünner werde ich auf keinen Fall. Und es soll wirklich locker sitzen. Ich kann dann zur Not immer noch hier mit dem Bändel und dem Gummiband das enger machen, wenn es wirklich rutschen sollte. Aber lieber ein bisschen größer kaufen, als dann zu klein. Und die habe ich, wie gesagt, einmal in Schwarz und dann nochmal in Dunkelblau. Und warum ich die so dunkel gewählt habe, erklärt sich, glaube ich, eigentlich von selbst. Ich habe halt bei Vince den Fehler gemacht, dass ich halt, als ich meine Kliniktasche gepackt habe, erstens habe ich die Sachen wieder eingepackt, die mir vor der Schwangerschaft gepasst haben, was so ein totaler Fail war, weil ich natürlich überhaupt nicht reingepasst habe. Und dann habe ich nicht dran gedacht, dass man starke Blutungen hat und deswegen auf dunkle Sachen zurückgreifen sollte. Deswegen einmal schwarz und einmal dunkelblau die Jogginghosen. Und ehrlich gesagt renne ich im Krankenhaus auch nicht in Jeans rum, sondern auch da muss es wirklich bequem sein. Noch eine Jogginghose, allerdings eine helle. Das heißt, die werde ich auch jetzt schon mit anziehen, so einem hellen Grau. Und die ist so kuschelig weich. Die ist einfach nur mega, mega weich. Oh, die möchtest du am liebsten nicht mehr ausziehen. Und die ist auch relativ dünn, was ich auch schön finde. Aber dieses Kuschelige, das hat mich absolut überzeugt. Was habe ich hier für eine Größe genommen? Eine 40 habe ich hier genommen. Also die werde ich jetzt auch schon mit anziehen. Aber auch dann so, wenn man dann zu Hause ist und einfach nur die Zeit mit dem Baby genießen will, auch da nicht viel Wert auf Styling legt, ist auch so eine Hose super. Dann, immer wenn ich bei Primark bin, muss irgendwas von Harry Potter mit. Diesmal sind es nur 3 Teile geworden. Also ich hatte noch andere Sachen im Blick. Das waren aber dann auch nur noch Pyjama-Hosen und ich habe schon eine Pyjama-Hose und so viele Harry Potter-Pyjama-Hosen braucht kein Mensch.
Und da ist es nochmal eine Jogginghose geworden. Ihr wundert euch vielleicht, es sind halt so viele Jogginghosen. Aber ich musste auch ganz viele in letzter Zeit wegschmeißen. Gerade so diese günstigen, zum Beispiel von Primark, die kann man nicht über Jahre tragen. Die schwarzen, die werden halt irgendwann dann nur noch grau und fusselig. Aber das ist bei dem Preis absolut in Ordnung. Dann tue ich die weg und kaufe halt neue. Und ich hatte halt, wie gesagt, in letzter Zeit einige weggetan und brauchte jetzt neue. So, und da habe ich mir die hier mitgenommen, Harry Potter, in so einem rot geschipperten. Ich mag das ganz cool, ganz gerne. Da hat man das Hogwarts-Logo und hier an der Seite steht nochmal Harry Potter drauf. Habe ich sicherlich auch in der, habe ich in der 38 genommen. Okay, also die habe ich für jetzt gleich zum Anziehen mitgenommen. Dann noch ein Shirt in grau mit meinem liebsten Spruch. I solemnly swear that I am up to no good. Genau. Und das habe ich genommen, bestimmt ein bisschen größer, als ich es jetzt anziehen kann. Genau, eine 44. Es ist auch recht lang, deswegen werde ich es, glaube ich, noch über den Babybauch im Moment drüber bekommen. Und die absolut geilste Hose ever war bei den Pyjamas. Aber ich ziehe sowas auch so zu Hause tagsüber an. Und zwar die Marauders Map, also die Karte des Rumtreibers, huch, hier hängt Fussel, auf die Hose gedruckt in schwarz-weiß. Ich finde das mega, mega krass. Sieht so, so toll aus. Hier unten am Bein ist es so. Hier hatten wir dann nochmal ein Haar für Harry Potter. Und welche Größe habe ich da genommen? Eine L. Weil auch da dachte ich, lieber locker sitzen, gerade auch jetzt. Und die ist ja an den Beinen eher ein bisschen enger geschnitten. Und man kann sie hier noch enger machen. Dann habe ich zwei ganz, ganz tolle Cardigans mitgenommen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber es ist ja so. Ja, gerade auch jetzt, das merke ich auch jetzt, mir ist öfter mal eher warm als kalt. Und trotzdem will man irgendwie dann doch was Kuscheliges noch anhaben. Und da habe ich gern nur ein Shirt an und dann so ein Cardigan. Und da habe ich hier einmal diesen schwarzen. So, der hat auch eine Kapuze. So ein bisschen in diesem Azteken-Stil. Ich zeige euch mal die Seiten, weil die noch recht schön sind. So, und er ist auch recht lang. Der hat auch Taschen und ist sehr, sehr, sehr schön weich. Habe ich in einer M genommen. Und noch einen, und der ist noch viel kuscheliger. Ich glaube, den gab es auch schon letztes Jahr. Den habe ich, glaube ich, bei Funny Pilgrim so ähnlich auf jeden Fall letztes Jahr schon gesehen. Und weil es ihn nicht kleiner gibt, musste ich ihn in der 42 nehmen. Aber bei so einem Cardigan ist es ja nicht so schlimm, wenn es ein bisschen größer ist. Und zwar sieht der so aus. Und der ist richtig, richtig weich. Den hatte ich dann auch gleich an. Und der ist richtig, richtig schön. Ist halt auch so ein... so eine Wohlfühlklamotte. Und dann noch ganz unspektakulär habe ich ein paar Socken gebraucht. Das sind hier so, ne? Ein paar. Und dann habe ich mir diese Kuschelsocken mitgenommen. Zum Jetzt tragen. Aber natürlich braucht man sowas auch unbedingt im Krankenhaus. So sind das diese hier. Total niedlich. Voll süß. Genau. Und dann noch. Das ist auch etwas, was ich aus meiner ersten Schwangerschaft bzw. von meiner ersten Geburt und meinem ersten Krankenhausaufenthalt gelernt habe. Ich habe schwarze Slips mitgenommen. Und zwar wirklich Slips im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht irgendwie Hipster-mäßig, sondern wirklich diese Form in schwarz. Zweimal ein Viererpack und ich habe Größe L genommen. Größe L entspricht 42, 44. Normalerweise habe ich in Slips so 36, 38. Wird jetzt in der Schwangerschaft auch langsam knapp. Aber ich habe die mit Absicht so groß genommen, weil sie diese riesigen Vorlagen, die man im Krankenhaus bekommt, die haben bei Vince nicht in meine normalen Slips gepasst. Also die waren einfach riesig, die waren mega groß. Und schwarz erklärt sich auch von selbst. Und die sind wirklich fürs Krankenhaus und fürs Wochenbett. Und wenn das dann vorbei ist, dann können die auch weggeschmissen werden, weil ich hoffe, dass mir dann keine 42 mehr passt. Genau, das waren die Sachen. Dann habe ich mir noch was mitgenommen, das habe ich jetzt schon zur Seite gelegt. Und zwar ist es ein Springseil, mit dem ich jetzt nichts anfangen kann.
Aber ich hatte, bevor ich schwanger geworden bin, im Sommer nach einem guten Springseil gesucht. Also was heißt gutes Springseil? Ich wollte kein Vermögen ausgeben, aber auch kein Kinderspringseil nehmen. Und jetzt habe ich das halt durch Zufall bei Primark entdeckt und habe es gleich mitgenommen, weil ich weiß, wenn ich dann wieder Sport machen darf, suche ich wieder eins. So, und jetzt zeige ich euch noch die Kleinigkeiten für die Kinder. Ich habe fürs Baby wirklich nur eine einzige Sache mitgenommen. Wir haben ja nun den Fakt, dass ich nicht weiß, welches Geschlecht es wird. Und selbst wenn ich es wüsste, möchte ich ein Mädchen nicht in Pinky-Pinky-Schweinchen-Rosa stecken, ausnahmslos, und einen Jungen nicht nur in Hellblau. Ich habe auch schon bei Vince ganz viel Gelb, Grün, Beige gekauft und das zieht sich jetzt eigentlich auch sofort, unabhängig davon, dass ich nicht weiß, was für ein Geschlecht wird. Und da hatte ich klamottenmäßig gar keine Auswahl, weil es gab nur bei den ganz, ganz kleinen Rosa oder Hellblau. Ich brauchte aber unbedingt noch einen Schlafsack und habe ich diesen hier genommen. Den finde ich sehr, sehr, sehr niedlich, habe ich in Größe 68 genommen. Weil für Vince hatte ich die ganz kleinen Schlafsäcke nur in dünn, also diese Sommerschlafsäcke. Logisch, er ist ja im Hochsommer geboren. Im März werden die nicht reichen und deswegen brauchte ich noch einen dickeren in einer kleineren Größe. Und den fand ich ganz süß und farbneutral. Und für Vince habe ich mitgenommen zum einen diese Jeans hier. Ich mag das ganz gerne. Diese Mischung aus Jeans und Jogginghose, weil das schön bequem ist, hier mit dem Bund. Ich habe genommen die Größe 110, glaube ich. Genau, die 110 habe ich genommen. Dann hatte ich noch eine Hose. Die finde ich auch so mega, mega cool. Ich ziehe ihm halt gerne Jogginghosen an, gerade auch in den Kindergarten, weil es einfach bequemer für ihn ist. Aber da sollen die Jogginghosen auch nicht unbedingt so nach Jogginghose aussehen. Also wenn die schon ein bisschen cooler gemacht sind, finde ich jetzt immer ganz schön. Habe ich bestimmt auch die 110 genommen, genau. Und dann noch zwei Oberteile. Eigentlich hätte ich mehr gebraucht, weil er gerade wieder aus allem rauswächst. Aber wie gesagt, es gab nichts. Entweder hat mir das vom Motiv her nicht gefallen, dass es wieder so plakativ junghaft war. Also blau mit einem riesen Bagger vorne drauf oder irgendwelchen Monstern oder so. Das mag ich nicht. Und deswegen sind es nur zwei graue geworden. Zum einen dies hier. Das finde ich ganz schick, auch für die Feiertage so. Und dann das hier, das ja, musste mit, das hat quasi nach mir geschrien. Genau, und habe ich in den Oberteilen, habe ich aber glaube ich die 116 schon genommen. Genau. Ich muss bei, ach nein, also das hier habe ich noch die 110 genommen, weil ich will, dass das Weihnachten passt. Und hier habe ich dann aber schon die 116 genommen, wo ich auch nicht mehr lange warten muss, dass es eben passt. Bei Primark muss ich sowieso immer eine Nummer größer nehmen, habe ich bei Vince gemerkt. Und da hat er jetzt schon in Oberteilen die 110 und in Hosen die 104. Und deswegen denke ich, dass das passen wird. Und wenn jetzt noch nicht, dann so im Januar, Februar. Genau, das war mein Primark-Haul. Hauptsächlich wirklich so Chiller-Klamotten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!